Hallo Menschen, heute kommt der Alice im Wunderland Buch-Tag, in dem ich freundlicherweise von Vilja getaggt wurde. Vielen Dank. Ihre Sachen findet ihr natürlich in der Infobox verlinkt. Und los geht es auch schon mit dem verrückten Hutmacher. Hat dich ein Buch verwirrt oder mit einem unbefriedigend offenen Ende zurückgelassen? Ja, wahrscheinlich sogar mehrere, aber so das Letzte, was mir auch einfach noch am meisten im Gedächtnis ist, war Acceptance von Jeff Wandermeer, der dritte Teil der Southern Reach-Trilogie. Die ja mit Annihilation sehr, sehr spannend losgehen. Und ich habe mich gefragt, oh, was ist hier los? Was ist diese Eerie X? Warum ist die plötzlich auf der Erde entstanden? Und das weiß ich am Ende der Trilogie leider immer noch nicht wirklich. Ich finde es auch wirklich, wirklich schade. Ich fand das so spannend und hatte mal wieder Lust auf was Actiongeladenes. Und dann brauche ich aber ein paar mehr Antworten für mich, also um mich zufriedenzustellen. Es sollte wohl auch genau darauf hinauslaufen, deswegen heißt dieses Buch auch Acceptance, dass man manche Phänomene eben nicht verstehen kann. Und das fällt mir noch etwas schwer, zumindest in der Literatur, dass ich mir sage, es ist ein Autor, der hat sich das ausgedacht, also hat er ja eine Antwort, also zumindest könnte er sich eine ausdenken. Aber naja, Acceptance von Jeff Wandermeer ist meine Antwort. Als zweites dreht es sich um das weiße Kaninchen. Lesestil, lieber schnell und viel? Oder langsam mit Genuss. Also grundsätzlich natürlich lieber mit Genuss und wenn das halt dann zusammenhängt, auch langsam. Aber ich muss zugeben, ich bin so jemand, der es liebt, ein Buch sowohl zu beginnen als auch zu beenden. Ich liebe dieses Gefühl, beides. Also selbst wenn ich mit dem Ende vielleicht nicht ganz zufrieden bin, mag ich es, das Buch zuzuklappen, wegzulegen, am Ende des Monats dann ins Regal einzuräumen. Insofern mag ich es ja auch, wenn es sehr oft passiert. Also wenn ich ein Buch oft beginnen und beenden kann. Aber wenn ich mich jetzt für eines entscheiden müsste, dann schon lieber langsam und mit Genuss. Als drittes kommt dann Die Grinsekatze. Ein Buch, in dem man sich total geirrt hat. Also total geirrt habe ich mich noch in keinem. Ich meine, man hat einen Klappentext und heutzutage auch das Internet kann vergleichen, irgendwelche Meinungen und Rezensionen online gucken. Aber ich war trotzdem überrascht von extrem laut und unglaublich nah. Was daran lag, dass da schon der Hype sehr, sehr groß war. Und als ich mir das hinten so durchgelesen habe, so ein allkluger, naseweiser, ja, wie alt ist er eigentlich, 9-Jähriger oder so sein, das ist gar nicht so meine Richtung. Kinderprotagonisten finde ich sowieso sehr schwierig. Ich wollte es aber einfach mal probieren. So viele Leute haben darüber geredet und auch die Verbindung mit dem Anschlag aufs World Trade Center sowie einige tolle Sachen, dass halt hier verschiedene Bilder sind und die Sachen, das sieht man jetzt gar nicht so. Ja, es gibt halt so ein paar Besonderheiten, dass halt das Medium Buch nutzt und etwas daraus macht, mehr als den eigentlichen Text. Das fand ich ganz interessant, hatte aber gar nicht so hohe Erwartungen und insofern hat mich das dann sehr positiv überrascht, dass da wirklich mehr dahinter steckt und eine sehr mitreißende, auch traurige Geschichte. Den Film habe ich übrigens noch nicht gesehen, habe ich auch nicht wirklich das Bedürfnis danach. Als nächstes, iss mich, trink mich. Lieber dicke oder dünne Bücher? Bin ich ganz eindeutig ein Fan der dünnen Bücher, was einerseits damit zusammenhängt, was ich schon sagte. Ich beende sie sehr gern und ich bin da so ganz klischeehaft, dicke Bücher schrecken mich immer mal ab. Ich will nicht sagen, dass sie schlechte sind, natürlich lese ich auch mal immer ein dickes Buch, aber habe ich die Wahl, immer greife ich sehr, sehr oft erstmal zu den dünnen Büchern, bis ich mich an die dicken mache. Aber natürlich möchte ich die dicken Bücher auch nicht verschmähen. Als fünftes dann, die Herzkönigin, lieber Helden oder Anti-Helden? Das sind schon eindeutig die Anti-Helden. Also solche Strahlemänner-Helden kann ich nicht wirklich leiden. Ich habe auch ein Problem wirklich mit Bösewichten, vor allem wenn ich nicht so verstehe, was das soll. Also ich gebe euch ein Beispiel, Voldemort, Sauron, mit denen kann ich, also nicht nur, dass ich nicht mitfühlen kann, das muss man vielleicht nicht, aber ich kann die auch nicht verstehen. Was wollen die denn? Warum zetteln die den Krieg an? Was will Voldemort erreichen? Die Schlammblüter ausrotten, okay. Also ich bin da wahrscheinlich auch irgendwie zu naiv und nett. Ich wüsste überhaupt nicht, was ich mit Macht wirklich anfange und warum ich dann alle Leute niedermetzeln will. Insofern, das hat gar nichts mit der Frage zu tun, trotzdem lieber die Anti-Helden, die sich vielleicht erstmal so beweisen müssen, die gar nicht wirklich die Welt retten wollen, aber irgendwie in diese große Geschichte reinrutschen oder die einfach ein bisschen was auf dem Kerbholz haben, aber im Kern schon ganz gut oder vielleicht so nach ihren eigenen moralischen Vorstellungen kämpfen, die finde ich ganz interessante Charaktere. Als sechstes wird dann gefragt, das Wunderland allgemein. Fantasiewelten oder lieber die reale Welt? Also schon allein an den Büchern so in meinem Hintergrund merke ich, dass es definitiv die reale Welt ist. Fantasy oder auch Science Fiction lese ich eher so gerne mal als Abwechslung zwischendurch. Aber im Großen und Ganzen mag ich es, wenn vielleicht auch Probleme unserer Welt halt literarisch aufgearbeitet werden und ich in die Persönlichkeiten, gut, das kann man natürlich auch in Fantasy-Welten, aber meistens ist es ja doch eher in Literary Fiction und in Klassikern, dass wirklich so die Persönlichkeit von Menschen betrachtet wird. Und das finde ich eigentlich am interessantesten. Und danach dann der Jabberwocky.
kannst du laut lesen oder lieber doch nur leise für dich? Also in 99% der Fällen lese ich leise für mich. Ich kann natürlich laut lesen. Ich weiß nicht, Leute, das kann oder liest du gerne heißen. Mache ich aber eigentlich nur bei Lyrik manchmal oder bei sehr, sehr schönen Stellen. Und dann aber ehrlich gesagt auch nur, wenn ich allein bin und auch nicht jedes Mal. Also wenn ich etwas anstreiche, weil es so wunderschön ist, dann lese ich es mir auch gerne mal laut vor. Aber das kommt sehr, sehr selten vor. Ja. Als vorletztes dann Tweedledee und Tweedledum. Wenn du zwei oder mehr Bücher liest, gibst du einem den Vorzug. Ja, immer. Ich kann auch eigentlich nicht parallel lesen. Ich bin nicht fähig, früh zwei Kapitel in dem einen Buch zu lesen, dann auf dem Weg zur Arbeit irgendwas anderes und abends dann vielleicht noch ein Hörbuch zu hören. Wenn ich überhaupt zwei Bücher gleichzeitig anfange, was ich ganz, ganz selten mache, dann lese ich eigentlich nicht wirklich zwei Bücher gleichzeitig, weil, wie die Frage fragt und meine Antwort antwortet, gebe ich einem immer den Vorzug. Ich lese dann das eine und lese zumindest mindestens die Hälfte des einen und dann erst das andere. Ich kann da nicht irgendwie zwischen den Büchern gut hin und her wechseln. Und als letztes schwimmen wir im Pool of Tears. Ein Buch, das dich schockiert oder zum Weinen gebracht hat. Das klingt jetzt vielleicht auch etwas klischeehaft, aber es war Die Bücherdiebin, was für mich sehr überraschend kam. Ich war mir vorher nicht sicher, was ich von dem Buch halten soll. Es wird ja unter anderem in der normalen Abteilung und in der Jugendbuchabteilung beworben. Ich hatte gedacht, vielleicht ist es doch eher für Jugendliche geschrieben und über Weitstellen des Buchs fand ich es auch eher, also gut, es war ein gutes Buch, aber so die letzten Seiten habe ich wirklich Rotz zu Wasser geweint. Das weiß ich auch noch, weil ich in meinem Bett schon lag, mein Partner im Nachbarzimmer und ich eigentlich die ganze Zeit nur schluchzte und versuchte leise zu sein und immer meine Tränen an meiner Bettdecke abgewischt habe. Ich bin sowieso, ja gut, das heißt leicht zum Weinen zu bringen, aber wenn es dann einmal läuft, dann läuft's und das war hier dann eben der Fall. Damit verlassen wir auch schon wieder das Wunderland. Ich möchte noch zwei Personen taggen, von denen ich aber nicht genau weiß, ob vielleicht schon jemand anderes sie eingeladen hat. Und zwar wären das Alles Allerlei und Rotkäppchens Welt und nicht Verstand, denn die mag Alice im Wunderland nicht besonders. Falls ihr etwas zu meinen Antworten zu sagen habt, natürlich bitte immer gerne in die Kommentare. Ich freue mich über Gespräche und ansonsten danke ich euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal.